muss ich überlegen. Diesen November, das fünfte Jahr, wenn ich mich recht entsinne, ja. Also ungefähr, ich glaube, 24. November oder so rum. Ja, also angefangen haben sie 2003, wie Kara gerade sagt, und bis 2005. Habe ich, glaube 2005 oder einzeln 2004 bin ich dazugekommen erstmal, dann bin ich wieder ausgestiegen, weil ich dann mit Dutch Street Musik gemacht habe. Und dann bin ich später wieder dazugekommen, bin die Coins zurückgegangen und habe gesagt, nimm mich wieder auf. Ja, und seitdem, also bis jetzt, 2003 haben sie angefangen, bis jetzt halt. Krass ist ja. College Skate Punk. Punkrock mit ein bisschen was härterem Punk. Street, we are song and day the week. Need to protest on tonight. Race down the track tonight. Songs sollen es werden? Na, ich selber, für mich persönlich würde mindestens 15 ganz cool finden, wenn es so bis 18 geht, vielleicht noch so ein kleines Easter Egg oder so drin versteckt, dann wird es vielleicht ganz lustig. Ja, so, also zwischen 15 und 18 als Album denke ich ganz gut, vielleicht so 60 bis 80 Minuten. Don't Get Me Wrong ist ein sehr cooles Lied. Es wird auf jeden Fall mit auf die Platte kommen, dafür werde ich meinen Arsch hinhalten müssen, aber es ist einfach ein cooles Lied, es hat ein cooles Thema. Es geht eigentlich darum, dass man jemanden nicht nach Alter und so bewerten soll, also gerade nicht nach Alter. Denn Mark Hoppus, der Bassist von Blink-182, hat gesagt, Age is just a stupid number, und finde ich, das ist eine gute Aussage. Naja, wie gesagt, die Songs sind alle von mir und das geht ein Stück aus meinem Körper. Teil ist halt ein Stückchen von mir so, und eigentlich sind alle Songs wirklich sagenhaft. Also naja, also Vacation bis jetzt finde ich schon sehr geil. Sie macht einfach Spaß, den zu spielen. Also kann nicht so groß jetzt begründen, aber ist einfach so. Oh. Also wir haben jetzt vor kurzem einen neuen Song gemacht, von dem ich jetzt nicht zu viel verraten möchte, darf, / keine Ahnung. der heißt Do Loved Me, und den finde ich persönlich momentan sehr, sehr geil. Ansonsten habe ich den wir schon aufgenommen haben, also 1984, also steht bei mir sehr hoch im Kurs, und ich bin noch sehr gespannt auf die Aufnahme von Hope, also die wird hoffentlich auch noch sehr geil. Und ansonsten finde ich so kurze, knackige, punkige Songs, die wir dabei haben, auch noch ganz cool. Also Talk the Shit zum Beispiel oder Let's Get It On.
Ja, genau mein Thema. Aber ansonsten ist Vacation, ich muss mal kurz wieder durchgehen. Ja, also schon Urlaub, ja. Worum geht es in dem Video? Ich glaube, es geht, ich weiß, es geht. Ich habe es über das Skript mitgeschrieben. Eigentlich geht es nur darum, dass wir zu einem Konzert fahren, was ein bisschen überraschend kam und wir sind nicht komplett und wir müssen uns gegenseitig erstmal irgendwie hinbringen, gewisse Schwierigkeiten überstehen und letztendlich dort auch ankommen. So, der rohe Zusammenschnitt. Naja, geht es eigentlich nur im Großen und Ganzen um Spaß, würde ich sagen. Einfach lustiger Song, lustige Story und vielmehr so steckt eigentlich so hinter dem Video, würde ich sagen, nicht hinter. Welche Figuren auftauchen? Also da natürlich erstmal die Band mit dem Band-Mexikaner Sanchez, der dort, denke ich, die ausgefallenste Bandrolle hat jetzt als solche. Ansonsten, der fiese Italiener, der die Pizza bringt, ist natürlich auch sehr lustig. Der Football-Mensch, der dort ziemlich plötzlich auftaucht, den fand ich auch ganz witzig. Dann nochmal großes Lob an den Thomas, Videoleiter, und dort natürlich auch Rolle als Hack-Meat-Schlachter sozusagen. Finde ich sehr gut, dass er es gemacht hat. War ich jetzt leider bei dem Dreh nicht mehr persönlich dabei, aber er hat die Rolle auf jeden Fall ganz gut gespielt. Welche Figuren tauchen auf? Wir haben einen Italiener, der Pizzahaus liefert. Wir haben einen Footballspieler, der uns irgendwie aus dem Weg catcht. Wir haben einen Indianer. Wir haben ein sehr bekanntes Fastfood-Maskottchen. Wir haben... Ach du... Wer ist denn noch alles? Einmal der Sanchez. Der Mexikaner. Ja, dann natürlich die anderen Bandmitglieder, die so sind, wie sie sind. Und... ja. Eine nackte Tatsache taucht noch auf, ein paar vermummte Leute, ein Indianer und ein Walross. Ja, ansonsten Ärzte und so ein Statistenzeug, sag ich mal. Natürlich auch noch zum Beispiel von dem Dominik gespielt. Und ja, meine Rolle selbst war natürlich diesmal ziemlich ausgefallen. Also einmal durfte ich diesen Italiener spielen oder... diesen Polizisten aus den, weiß nicht, 70er Jahren oder was, der ziemlich gelig ist. War eine schöne Rolle, musste leider ein bisschen viel rauchen, um diesen Clip zu drehen, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Naja, und die Rolle, die ich auch tatsächlich übernehme, als Krankenhauspatient sozusagen, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Also war zwar zu dieser Jahreszeit ein wenig kalt in diesem blöden Hemd, Patientenhemd da, aber ansonsten, also die auf dem Autoreiten-Szene zum Beispiel war extrem lustig, dann auch. Obwohl es ein wenig anstößig ist vielleicht, das nackte Vorbeirennen, finde ich, ist ein super Brüller. Ja, und meine Rolle hat mir in dem Videodreh auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Für mich persönlich ist Vacation halt Urlaub. Und das Video trifft es halt voll und ganz irgendwie, weil was halt in dem Video kommt nur Zeug vor, halt geil ist, wo man nur am Lachen ist, wo man halt Spaß hat, wo man am Drehen Spaß hatte und wo man... hundertprozentig auch beim Gucken, beim 10.000 Mal Gucken noch immer wieder was Neues entdeckt, worüber man so lachen muss, dass man irgendwie dann auf dem Boden liegt und sie im Bauch hält. Und das trifft es für mich halt das Thema Urlaub extrem. Also denke ich mal, ist das genau so, wie das sein sollte. Ja, also Thomas hat sehr gute Arbeit geleistet. Dominik auch, unser Kameramann hier. Willst du noch irgendwas? Ja, vielleicht nur ein Dankeschön, dass er das so gut geklappt hat mit den Tränen. An dich. Und wollte mich nochmal entschuldigen für die anderen alle. Die sind ja leider auch im Video, aber macht ja nichts. Ja. Wir danken M2B natürlich für die tolle Unterstützung, für die Möglichkeiten, die wir haben. Studio, Video, wir danken dir natürlich. Ich fand's geil, dass wir halt so eine Leute irgendwann mal kennengelernt haben. Wir haben denen ja auch geholfen ein bisschen. Aber die Leistungen, die sie die erbringen immer und die auch komplett dahinter stehen, sind krass einfach nur. Also ich habe halt die Tatsache, dass wir alles bisher alleine gemacht haben,
ist halt eine willkommene Abwechslung, dass dann Leute dahinter stehen und sagen, ey, geil, pass auf, ich hab Ahnung davon, davon, davon. Und ihr habt die Ideen, wir bearbeiten die zusammen und dann ist geil. Und bisher ist immer wieder was draus geworden und wird auch hoffentlich genauso weiterhin. Vielleicht ist auch noch ein bisschen besser. Okay.